Leute, ich habe gute Nachrichten. Und zwar ist der Game zurück, was wir uns schon lange zurückwünschen. Und zwar ist es Wuppertal. Wer jetzt nicht Wuppertal kennt, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ich hatte mit Daniel zusammen eine sehr, sehr geile und lustige Zeit in Wuppertal, auch mit Freezy. Es ist wieder zurück oder teilweise zurück. Noch nicht so, wie die Entwickler das zurückgeben wollten. Aber ich wollte mal ein Video dazu machen, dass es wieder da ist. Für die Leute, die es interessiert. Und hier sind wir schon in Wuppertal. Alles ganz gleich geblieben. Ich habe komischerweise immer noch meine Autos, die ich mir früher gekauft habe. Was natürlich ganz geil ist. Das heißt, ich spawne mir natürlich auch ein Auto davon. Und dann fahren wir nochmal ein bisschen rum, gucken uns nochmal die Sachen an, wie das so früher war. Weil es war schon sehr geil. Ja, was ist mit dem Nummernschild hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, gucken wir jetzt mal ein bisschen hier rum. Es waren schon echt geile Zeiten, Mann. Ich würde am liebsten einen Zusammenschnitt machen, aber es dauert Jahre, ne? Wir haben so viele Wuppertal-Folgen gemacht. 10 Stück oder so, eventuell auch noch mehr. Auf jeden Fall waren die immer witzig gestaltet und haben auch viele aufbekommen und so. Ich mache das jetzt hier nicht wegen Klicks oder so, sondern einfach, weil es gerade sehr wenige Spieler hat, weil es halt, ja, niemand weiß, dass das wirklich draußen ist. Freezy ist währenddessen am Stream, vielleicht hat er streamt dann nicht mehr, I don't know. Er hat auf jeden Fall gestreamt und im Stream das hier gespielt und hat dafür sozusagen Werbung gemacht, weil das gerade sehr wenige Leute zocken. Hier ist gerade eine einzige drin. Okay, ist noch jemand drin, aber ist halt nicht, ne, nicht so viele Spieler, wie es mal gewesen war. Ich wollte jetzt einmal ein Video dazu machen, vielleicht sehen das viele Leute und dann könnt ihr das wieder zocken. Ich habe einen Link in die Beschreibung gepackt, wenn man Wuppertal nicht so einfach findet. Es gibt so viele Fake-Wuppertal-Dinger, ne, die heißen Wuppertal V1 oder so ein Scheiß. Ich habe den Original-Link, wo das originale Spiel ist, in die Beschreibung gepackt. Das heißt, wenn ihr spielen wollt, klickt einfach auf den Link. Dann sollte das bei euch aufgehen und ihr sollt ganz normal wieder Wuppertal zocken können. Ich würde mir wünschen, wenn ihr es auf jeden Fall wieder unterstützt, weil es ist ein geiles Game. Ich bin froh, dass sie es doch wieder zurückgebracht haben. Weil die haben ja gesagt, sie würden es nie wieder mit zurückbringen. Blitzer, das ist noch nicht da gewesen. Das ist schon mal neu. Okay, interessant. Ja, die Hügel sind immer noch gleich geworden. Hä? Verändert hat sich ja noch nicht ganz so groß, hat sich was noch nicht verändert. Aber es soll auf jeden Fall noch Veränderungen kommen. Das weiß ich. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Vielleicht kriegt das ja auch nochmal viele Spieler, was natürlich sehr schön wäre. Für die Jungs auch. Das hier ist, glaube ich, neu, weil das sagt mir jetzt gerade gar nichts mehr, oder? Weiß es nicht. Nee, das ist doch nicht neu. Doch, das sagt mir doch was. Das ist doch nicht so neu. Also es ist schon ein komisches Gefühl, hier wieder in Wuppertal rumzufahren, wenn man weiß, dass das jetzt lange weg war, genauso wie Freezy, lul. Ah ja! Wir kommen gerade die ganzen Erinnerungen hoch, wie wir hier rumgefahren sind im Stream, wie wir in Videos hier rumgefahren sind, Scheiße gebaut haben oder halt Taxifahrer waren oder so ein Kack. Da kann ich mir noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ja, also bin froh, dass es zurück ist. So viele geile Zeiten hier drin gehabt, das ist nicht mehr feierlich. Hab leider keine Ahnung, wie man Blinker anmacht, aber egal, das ist jetzt nicht. Warum fahre ich jetzt so langsam? Habe ich den Motor ausgemacht? Hey, was habe ich gemacht? Ah, ich habe V gedrückt, ne? Ah! Nein, ich habe irgend so einen Assistenten angemacht. Ich glaube, das war X. Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Ich weiß nicht, welcher Knopf das war. R! Ihr solltet nicht R drücken, das ist irgendwie so ganz komisch. Ich weiß nicht, was es ist. Dann, jetzt habe ich wieder R gedrückt und dann kann ich gar nichts versteuern. Ich kann nicht nach links, nicht nach links oder rechts lenken. Der fährt nur rückwärts. Also drückt nicht R-Taste, weil dann ist es irgendwie so gefühlt ein Autopilot, was kein Autopilot ist. Das ist ganz komisch. Egal. Vergessen wir das. Was steht da? Finger vom Handy. Ah ja, man kennt ihn, ja. Das hier war auch schon früher da gewesen. Ich weiß noch, wo wir hier irgendwie was gesucht haben. Ich glaube, da gab es irgendwas zu gewinnen, was du auf der Welt aber finden kannst. Wenn du das gefunden hast, musstest du irgendwas machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir in der Ecke mal gewesen. Auf jeden Fall sehr geil, das hier nochmal so zu sehen. Ja. Hier geht's auch wieder runter. Das war's wieder mit der Autobahn. Also, so groß wisst ihr jetzt doch nicht. Alter Junge, die Steuerung. Oh, Baustelle. Okay. Keine Linien vorhanden. Okay. Die werden noch kommen, hoffe ich. Ja, die Map hat sich halt nicht wirklich was verändert, ne? Wissen wir alle. Aber ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass es wieder zurück ist. Hier ist kein Hundeklo, vielen Dank. Oh mein Gott. Die machen so ein großes Schild dahin, nur um hier darauf hinzuweisen, dass es kein Hundeklo ist. Digga, muss groß. Perfekt. Okay.
Ja. Fahren wir jetzt hier nochmal ein bisschen rund. Ah, hier waren wir auch. Ah, das ist jetzt die Seite, wo, davon da kam ich doch, glaube ich, gerade. Nee, hier wollte ich auch gar nicht hin. Weißt du, das möchte ich ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich wieder zum Spawn. Das war eigentlich mein Plan gewesen. Wieder zum Spawn zu fahren, aber okay. Dann suchen wir mal wieder den Spawn. Was ist das denn für ein Schild? I don't know, ich kann es nicht erkennen. Dann fahren wir mal hier rechts. Da muss er hier irgendwo sein, das kann er nicht. Ja. Ach, das Schild. Natürlich, genau das Schild ist robust. Boom! Headshot! Okay, was auch immer mit denen passiert ist, aber in Ordnung. Lass es stehen. Lass es einfach mal so stehen, ne? Okay. Perfekt. Ja. War das schon immer dieses Tor gewesen? Ich weiß es nicht. So, dann ist hier wieder so ein Tunnel. Genau. Da müssten wir eigentlich auch gleich wieder am Spawn sein. Junge, diese Map ist so riesig, ne? Das fällt mir gerade nochmal so auf. Oh, diese Blitzer, ne? Die gehen mir hier auch so auf den Senkel. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir müssen hier links. Oh, das war sehr knapp. Und hier geradeaus, da kommt ein Kreisel. Sollte immer noch so sein. Und dann... Genau, und dann müssen wir geradeaus fahren. Und dann sollten wir eigentlich wieder zurückkommen. Ach ja, stimmt, das Auto kann ja kaputt gehen. Hab ich ja voll vergessen. Let's go! Einmal voll gegen die Wand brettern. Wupp, wupp. Oder so. Das Auto kann ja kaputt gehen, das habe ich ja voll vergessen. Das ist ja dieser Audi gewesen. Der so eine... Oh mein. Es sei denn, man fährt sich fest. Keine Ahnung, wie genau man... Oh, wie genau man das kaputt bekommt, aber ja. So, und mal gucken, ob hier irgendwelche Teams funktionieren. Nur so just for fun. Eventuell, ja. Taxifahrer. Ja. Ja. Okay, funktioniert. Perfekt. Jetzt spawn ich mir mal ein Mercedes. Hey, das funktioniert auch noch ganz gut. Es funktioniert alles so, wie es früher war. Geil. Ich will jetzt keinen Auftrag machen. Ich wollte jetzt einfach nur gucken hier. Aber ach ja, stimmt, man kann ja hier irgendwas irgendwie aufmachen oder auch nicht. Doch. Ist nur so mal zwischendurch da die scheiß Hand. Da. Ist eigentlich der Kofferraum aufgehen. Die Türen gehen auf jeden Fall auf. Okay. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Das sollte nur ein kleines kurzes Info-Video sein. Ist eh nicht kurz, aber egal. Es ist auf jeden Fall wieder zurück. Es ist schön, dass es zurück ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, Leute. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kackvideo. Abonniert diesen Kanal, lol.